Hallo, mein Name ist Kerstin Matesik. Ich arbeite im Natur- und Geopark Terra Vita. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen bieten wir jedes Jahr viele unterschiedliche Veranstaltungen an, um unsere Angebote barriereärmer zu machen. Müssten wir sie eigentlich auch in Gebärdensprache übersetzen. Also, ich kann zum Beispiel keine Gebärdensprache. Darum haben wir uns überlegt, dass wir in diesem Jahr mehrere Veranstaltungen anbieten werden, die von einem oder einer Gebärdensprachdolmetscherin übersetzt werden. Zum Beispiel die Wanderung. Oh! Nicht alles, was glänzt, ist Silber. Im Gebiet rund um den Hügel bei Haßbergen ist der Silbersee eines der Highlights. Bis in die 1970er Jahre wurde in diesem Gewässer sogar noch regelmäßig gebadet. Wir umrunden das Areal mit seiner besonderen Flora und Fauna bei unserer Tour allerdings zu Fuß. Vom Hügel ist es über den Erzsteig nicht weit bis zum Silberberg. Dieser ist nach einem geologischen Ereignis vor 100 Millionen Jahren entstanden, als abgerutschte Scholle des Hügels. Hier sind aufgrund der speziellen Geologie unterschiedliche Orchideenarten und weitere, speziell an den Schwermetallboden angepasste Pflanzen zu entdecken. Wer jetzt Lust bekommen hat, diese vielseitige Umgebung kennenzulernen, der findet alle Informationen zur Anmeldung bei uns auf der Homepage.